Mir war vorher überhaupt nicht bewusst, als ich mich noch nicht vegan ernährt habe, dass die vegane Küche viel abwechslungsreicher ist, als das oft die konventionelle Küche ist. Viel mehr Ballaststoffe, viel mehr Getreide, viel mehr Spurenelemente, Nüsse, Saaten mit eingebaut. Heute sage ich immer, selbst ein fleischessender Adler, der wirklich kein veganes Tier ist, würde hier satt und glücklich wegfliegen. Ich bin Konstantin Elser, seit 2014 mache ich das The Vegan Eagle mit meiner Frau zusammen hier in Hamburg-Langenhorn. Wir haben 6 Tage die Woche geöffnet, haben rund 20 Mitarbeiter und sind immer im Abendgeschäft hier. Ich kam auf die Idee, weil ich selbst mit Anfang 30 einen Schlaganfall hatte und meine Ernährung umgestellt habe und somit auf die vegane Küche gekommen bin. Wollte aber weiter kochen, so wie ich das zuvor gemacht habe, und genau das machen wir hier auch. Essen, das man vielleicht früher gegessen hat, wir veganisiert haben und man sich daran erinnert, wie zum Beispiel eine vegane Bratensoße, ein Eintopf, ein Gulasch, das wir damit Jackfruit machen, Gerichte aus dem Urlaub, alles Mögliche, was wir irgendwie gerne mögen, bringen wir hier auf den Tisch, und das ist wirklich bunt gemischt. Mir war aber von Anfang an klar, ich möchte kein hundertprozentiges veganes Ersatzprodukt, also wie jetzt zum Beispiel eine vegane Bratwurst oder veganen Burger Patty, der aus Fleischersatz ist, auf den Teller bringen, sondern einfach mit den natürlichen Lebensmitteln spielen, gucken, was die Konsistenzen sind, gucken, was die Geschmäcker sind, wie das Mundgefühl ist, und daraus perfekte Gerichte zu zaubern, die wirklich allen Gästen schmecken. Unsere Gäste sind nicht alle Veganer. Das macht etwa nur vielleicht ein Viertel aus. Das andere Viertel ist vegetarisch, und die andere Hälfte sind Gäste, die noch nie vegan gegessen haben. Sondern die kommen einfach mit, weil einer am Tisch oder einer am Tisch vegan ist, und die lassen sich dann einfach überraschen. Wir haben am Anfang gedacht, wir kochen für Studenten und junge Menschen. Das tun wir überhaupt nicht. Unsere stark nachwachsendste Gästegruppe sind Gäste, die schon mindestens 40, 50 plus sind und sich über ihre Ernährung Gedanken machen. Die kriegen von den Ärzten gesagt, reduziere Cholesterin, ess mehr Obst und Gemüse, und so kommen die einfach auf uns. Wir wollen für alle da sein, wir wollen allen zeigen, wie toll, abwechslungsreich und sättigend vegane Küche sein kann.